Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute habe ich was wirklich Leckeres für euch. Und zwar gibt es eine Nutella-Tiramisu-Torte mit einem super fluffigen, leckeren Schokobiskuit. Los geht's! Wir brauchen für den Schokobiskuit 6 Eiweiß, 6 Eigelbe, 210 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Backpulver, 180 Gramm Mehl, 30 Gramm Backkakao, einen guten Schuss Amaretto, den könnt ihr aber auch weglassen, und 30 Gramm Schokoraspeln. Dann legen wir auch gleich los, und zwar geben wir das Eiweiß in eine Schüssel. Und das schlagen wir so lange auf, bis sich das Eiweiß verdoppelt hat. Also bis das Volumen verdoppelt ist. Das sieht dann so aus. Jetzt können wir den Vanillezucker und den Zucker dazugeben. Und dann schlagen wir das Ganze so lange auf, bis die Masse das Glänzen beginnt. Wenn es soweit ist, können wir dann den Amaretto dazugeben. Müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt den Amaretto auch weglassen. Alternative wäre ein Amaretto-Sirup, den gibt es auch. Ist mein Ei schnell steif geschlagen, gebe ich jetzt nun die Eigelbe dazu. Und zwar eins nach dem anderen. Und dann wird das Ganze so lange verrührt, bis alles schön miteinander verbunden ist und ich eine richtig schöne cremige Masse habe. Jetzt sieben wir das Mehl mit dem Kakao und dem Backpulver über die Eiermasse. Und da gebe ich dann noch die Schokoraspeln dazu. Und dann wird das Ganze vorsichtig untergehoben. Also wirklich vorsichtig und langsam. Von der Seite nach unten und nach oben. unterheben. Und das ist wirklich wichtig, dass wir wirklich sachte damit umgehen, so bekommen wir einen höheren Biskuit. Und so sah er dann zum Schluss aus. Also man sieht, dass er noch richtig schön hoch ist. Jetzt brauche ich eine Springform. Meine hier hat einen Durchmesser von 26 cm. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt und da kommt jetzt meine Biskuitmasse hinein. Die wird dann noch schön gleichmäßig verstrichen. Und dann darf der Boden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für gute 35 bis 40 Minuten backen. Nach dem Backen lasse ich den Boden kurz in der Form auskühlen. Und dann löse ich den Backrahmen mit einem Messer. Also vorsichtig aus dem Backrahmen herausschneiden. Also immer zum Backrahmen hinschneiden. Mein Biskuit hat da 3 Löcher. Ich hatte den Stäbchentest gemacht, ob mein Teig auch wirklich durch ist. Und er war durch. Ja, jetzt kann ich den Backrahmen abnehmen und seht euch mal dieses Prachtstück an. Also der war so mega fluffig, leicht, locker und richtig schön hoch. Also er hat locker für 3 Böden gelangt. Ja, jetzt habe ich ihn noch auf ein Kuchengitter gestürzt, habe das Backpapier abgelöst und jetzt darf dieses Prachtstück auskühlen. Weiter geht's mit der Nutella Mascarpone Creme. Dafür brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Quark, 2 bis 3 Esslöffel Schokocreme, also Brotaufstrich, 2 bis 3 Esslöffel Puderzucker. Und damit das Ganze fest wird,
Entweder 5 Blatt Gelatine oder wie ich hier 2 Päckchen von Dr. Oetker's Sofortgelatine. Also das ist jetzt unbezahlte Werbung. Und dann noch zum Tränken der Böden eine halbe Tasse Espresso. Bevor ich mit der Creme anfange, habe ich mir meine Böden zurechtgeschnitten und zwar zweimal waagerecht. Und hier beim Einschneiden sieht man so richtig schön, wie fluffig der ist. Also ich glaube, da muss ich noch ein extra Video drehen, nur als Basic-Rezept diesen Biskuitboden. Der war echt mega. Also man sieht wirklich hier schon, der ist echt total fluffig. Also ich war mega begeistert. Das ist ein neues Rezept, was ich ausprobiert habe. Wenn die Böden dann zurechtgeschnitten sind, nehme ich mir den untersten Boden, den ich übrigens ein bisschen höher geschnitten habe. Den tränke ich dann mit meinem Espresso. Also der Espresso kann auch ruhig warm sein oder kalt, das ist eigentlich egal. Ja, und dann nehmt das so viel, wie ihr mögt. Den stelle ich aber nochmal zur Seite. Weiter geht's mit der Creme. Dazu gebe ich die Mascarpone in eine Schüssel. Da kommt dann auch der Quark dazu. Und das Ganze verrühre ich kurz, bis beides schön miteinander verbunden ist. So soll es ausschauen, also dass beides richtig zu einer schönen Einheit geworden sind. Jetzt kommen die Nutella mit hinein. Ich habe mich hier jetzt für 2, also es waren 3 Esslöffel, kann man sagen, entschieden. Man könnte auch mehr hineingeben, wenn man mag. Aber mir hat das gelangt. Und das Ganze wird nochmal verrührt. Ich habe dann meinen Schneebesen ausgetauscht gegen den Flachrührer. Da ging es einfach leichter. Also da konnte ich dann auch den Rand schön mit dem Rest verbinden, was am Rand geklebt ist. Ja, jetzt ist es euch überlassen, ob ihr das Ganze noch etwas süßen wollt. Ich habe dann noch 2 Esslöffel Puderzucker dazugegeben und das Ganze natürlich weiter verrührt. Durch den Quark ist nämlich diese Mascarpone-Nutella-Creme trotz Nutella nicht ganz so süß und deswegen musste ich dann noch ein bisschen nachhelfen. Könnte man aber auch mit Nutella. Jetzt geht's mit der Gelatine weiter. Ich habe diese Beutel von Dr. Oetker, unbezahlte Werbung. Ich finde die einfach total genial. Die schüttet man einfach da rein und schlägt das Ganze kurz auf. Und solltet ihr es mit normaler Gelatine machen, dann macht ihr das bitte nach Backungsanleitung von der Gelatine. Ja, meine Creme ist fertig. Dann brauche ich meinen Boden wieder. Da gebe ich dann die ganze... ich habe da noch einen Tortenring darum gestellt. Und da gebe ich jetzt meine Nutella-Creme hinein und verstreiche sie gleichmäßig. Da kommt dann der zweite Boden darauf, den drücke ich dann auch an und der wird ebenfalls mit Kaffee getränkt. Also das habe ich jetzt nicht nochmal gezeigt, sonst wird das Video wirklich sehr, sehr lange. Also diesen zweiten Boden bitte auch mit Kaffee trinken. Das Ganze geht jetzt nochmal in den Kühlschrank und weiter geht es mit der Sahne-Haselnusscreme. Hier geht ganz einfach, dafür brauche ich 400 ml Sahne, 3 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahne steif und so 1 bis 2 Esslöffel gemahlene Haselnüsse. Die Sahne kommt in eine Schüssel und die wird kurz aufgeschlagen. Da kommt dann der Vanillezucker dazu. Das zieht einfach nur, damit die Sahne süß schmeckt. Und das Sahne steif. Und dann schlage ich die Sahne steif. Was ich jetzt hier vergessen habe, jetzt wenn die Sahne steif ist, ab hier kommen die 1 bis 2 Esslöffel gemahlene Haselnüsse dazu. Und die werden nochmal kurz mit untergerührt und dann ist diese Haselnusssahne auch fertig. Ich habe da leider vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja, dann hole ich meine Torte wieder,
Gebe dann die ganze Sahne da drauf auf den zweiten Boden und verstreiche sie ebenfalls gleichmäßig. Und dann kommt da auch der letzte Boden darauf. Also der war echt so locker, dieser Boden. Ich habe mich echt ein bisschen schwer getan, den in diesen Backrahmen reinzukriegen, in diesen Tortenring. Ja, das Ganze wird ein bisschen angedrückt und jetzt darf die Torte gute 4 Stunden kühlen. Dann haben wir es fast geschafft. Weiter geht's mit der Verzierung. Dafür brauche ich 200 ml aufgeschlagene Sahne, das heißt, ich habe sie schon steif geschlagen. Dann noch 200 Gramm Schokoladenraspeln, ein bisschen Backkakao und 16 Toffifees. So sah meine Torte aus, wie ich den Backrahmen entfernt habe. Und die decke ich jetzt mit ein bisschen Sahne ein. Also da braucht man nicht viel. Einfach so viel drauf geben, damit eben diese Schokoraspeln an dem Rand halten. Und das habe ich mit meiner Winkelpalette gemacht, mit meiner kleinen. Es muss auch nicht sauber sein, denn das sieht man dann ja eh nicht. Das machen wir um die ganze Torte herum. Und oben habe ich dann auch noch ein bisschen Sahne drauf gegeben und ebenfalls verstrichen. So sah sie dann aus, hat vollkommen gelangt. Jetzt nehme ich ein paar Schokoladenraspeln und drücke sie am Rand entlang. Und mit meinem Teigschaber drücke ich dann noch die heruntergefallenen Schokoladenraspeln an den Rand entlang fest. Und das Ganze dauert ein bisschen. Wenn der Rand fertig ist, geht es dann an den Backkakao. Den siebe ich auf den Deckel oben drauf. Müsst aber aufpassen, dass eure Löcher vom Sieb nicht zu groß sind, denn sonst kommt viel zu viel raus. Das ist mir passiert. Musste ich einen kleineren nehmen. Ja, wenn der ganze Deckel bedeckt ist, habe ich hier jetzt meinen Tortenteiler und teile mir die Stücke ein, indem ich ein bisschen drauf drücke. Dann sieht man es hier ganz gut. Ist schön markiert. Und dann spritze ich meine Tuffs mit einer großen Lochtülle auf die Torte. Das Problem ist bei Backkakao, dass die Tuff nicht kleben. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan. Wer da einen Trick weiß, der kann ihn mir sehr gerne in die Infobox schreiben. Hier musste ich sie dann auch noch ein bisschen zurechtdrücken. Und dann habe ich noch auf jeden Tuff ein Toffifee gegeben, dass das Ganze ein bisschen schöner ausschaut. In der Mitte habe ich einen Dessertring gelegt und habe dann auch noch ein bisschen mit Schokoraspeln ausgelegt. Und dann war sie auch schon fertig. Ich habe die Torte, bevor wir sie gegessen haben, noch mal eine Stunde in den Kühlschrank gestellt, dass die Sahne einfach auch noch ein bisschen fester wird. Ja, und das war's dann. Ja, und das war dann mein Rezept einer Nutella-Tiramisu-Torte. Also ich fand sie wirklich gut, sie sieht mächtig aus, ist sie aber nicht, eben durch diese Quark-Mascarpone-Creme, ist eigentlich schon frisch gewesen. Ja, und das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!